Heute starten wir eine Zeitreise in die Vergangenheit. Was wäre die Menschheit ohne diese guten Helfer? Organisationsteam Dieter Behrens, Johann Müller und ich, Herbert Steinhagen. Wir haben das hier von Dorf Ben gebracht. Idee, die kam von Johann. Johann war vor 2 Jahren in Detmold. Und in Detmold war auch ein Wettflügen von der dortigen Verein. Und der hat das mitgebracht, diese Idee. Dort war ein Art Kaltblüter und da war eine Sienpeer, die konnten das auch wohl. Und sie datet, sind wir drei immer so zusammen und sind dann üben. Plögen, eh ist warm morgen, die Peer. Die kommt eh für die Ech oder für die Schleppe. Und wenn sie dann warm sind, dann gehen wir mit der Peer auf Land und plögt. Und der Plögen macht uns drei und die Peer, kann man sagen, auch Spaß. Die sind auch mit voller Kraft dabei und sind auch ganz ruhig. Da macht uns so viel Spaß und das Fest hier für doch haben wir hier in Wieseremeer bei Gerd, Bindestrich Janssen, Hendriks und seine Frau Antjen. Die beiden haben uns das Land hier zur Verfügung gestellt, hier auf diesem Grundweg für Hoveland. Der Hove ist nun ja weg und nun wieder früher weg. Die Stoppels, die wurden dann auch hier immer umbrochen. Ja, jetzt haben wir hier die Höhenverstellung am Flug. Das ist dieses Teil, desto tiefer eingestellt wird, desto tiefer geht die Schneide in der Erde. Dieses hier kann man verstellen, wie breit es gemacht werden muss. Das kann man von der Breite von der Furche kann man daran einstellen. Mein Name ist Gerd Dierks, das Pferd hat Ventus, ist 18 Jahre alt, ist M und S vorn und Einspänne und Feilspänne. Ventus, das ist ein ganz mooes Pferd, mit dem habe ich mein Reiterzeichen gemacht in Freibach. Und springen kann ich auch, das habe ich ihm auch einmal beibracht, aber ja. Und vorn kann Ventus ja auch, mein Vorabzeichen habe ich auch mit Ventus gemacht, beide sogar. Und ja, ein Turnier bin ich auch mit ihm vorn. Ich will hoffen, dass der Ventus Notario mit kann. Ja, das hoffe ich auch. So Gerd, wir setzen wir in, geht los. Wir plögen 16 cm deep. Und mir ist lieber, wenn das Pferd betten schweiten neid und ich nicht so viel. Darum lade ich den Plog einfach los, weil er das ein Eberhard aus Mercedes, die läuft von allein. Was ist das denn für ein feines Pferd? Das ist ein Fries, das ist ein Original Fries. Der hat mein Schwager als Foul seinerzeit gekriegt. Und da hat er das auch so zurecht gemacht und der macht alles. Der geht für den Kutsch und der geht für den Plog. Erstmal läuft er nur für den Plog. Was ist das denn für ein Plog, der da achtet Pferd ist?
Das ist also ein Zweispännerplauch, aber der läuft hier als ein Röverplauch, der ist von 1983. Was ist das für ein Geschirr denn da, das Peter abhört? Gibt es da Schäden oder ist das arglig immer? Nein, das ist hier also ein Wagengeschirr, aber wir haben die alle Ache geschirrt, um das hier zu führen, habe ich nicht mehr. Und deshalb muss ich nur so eine Kombination machen aus Wagengeschirr und Ache-Geschirr. Das ist eine Kombination. Allerdings ist das noch ein Original Allin, so haben sie das früher auch. Hier ist noch zusätzlich ein dass sie bei der Arbeit nicht gegen Gras reiten können, dass die Kopf nicht ganz so runter können. Obtaugel sie wieder so eine alte Frau an. Und so haben wir jetzt gesagt, dass wir nächstes Jahr, so hoffen wir das auch wieder mit mooi Wehr, auch zu Garn kommt und dann noch mehr gespannen habt. Nur dann werden wir mit diesem Grundstück hier nicht mehr zurechtkommen. Dann brauchen wir einige Hektar mehr. Wir freuen uns natürlich auch, den Dank an die Besucher, danke an die Lü, die hier uns geholfen habt, die ganze Schille morgen für die ganzen Gerätschaften. Die Kuchen backt habt, die Tee gemacht habt, die Bier geschenkt habt und so weiter. Ebenso Dankeschön auch an die Presse, dass die Presse hier für doch auch so zahlreich erschienen ist und auch Interesse bekundet hat. Damit die Lü, die außerhalb sind und jetzt an diesem Tag hier vor Ort nicht teilnehmen konnten, auch die Mitteilung kriegen, dass die Peer und die Menschen, die hier arbeiten, immer noch interessant sind. Danke. Richtig mit Freude gemacht. Thank you.